Moin, moin, True Crime Frannies. Schön, dass ihr es auf meinem Kanal gefunden habt. Heute geht es um ein spannendes Thema. Ich freue mich mega, dass du da bist. Entweder du bist ganz neu hier, mega cool. Und wenn du wieder zu mir zurückgekommen bist, umso cooler. Ich bin Lili, mein Kanal heißt Let's Speculate. Und heute geht es los mit einem super krassen Fall über Courtney Clanny, ein Fitnessmodel, die ihren Freund erstochen hat. Wir steigen gleich ein, nehmt euch einen Drink, setzt euch zurück und seid gespannt. Es geht los. Let's speculate. Courtney Taylor, die auf ihren sozialen Medienkanälen nur unter Courtney Taylor bekannt ist, uns aber jetzt unter ihrem richtigen Namen Courtney Clanny bekannt ist. Sie ist 1996 geboren, sie ist also 27 Jahre alt. Courtney und ihre Familie zogen nach Texas, als Courtney 7 Jahre alt war. Sie begann mit 13 mit Tanz- und Gesangsunterricht und besuchte Schauspielworkshops und ihre Familie und auch Courtney hatten wirklich große Hoffnungen und konnten sich vorstellen, dass sie wirklich mal zu Ruhm und Ehre kommt, denn sie hatte vor nichts Angst. Sie war eine wirklich taffe Person, ohne Lampenfieber, ohne irgendwas, was sie eingeschränkt hat. Sie ergatterte sogar eine Rolle bei GEC, im Musikvideo, welches am Ende ein super großer Hit wurde und viele Leute nach diesem Musikvideo wirklich versucht haben, mit ihr Kontakt aufzunehmen und wollten sie buchen. Und ja, und auf Social Media, da ging es dann richtig los. Alle ja, wollten ihr folgen und so kam sie eben zu sehr viel Reichweite und sehr, sehr viel Followern. Heute hat Courtney allein auf ihrem Instagram-Kanal 2 Millionen Follower und bei OnlyFans ist sie auch super erfolgreich. Und ich glaube, wenn man die Bilder so betrachtet, würde man sie einfach als erfolgreicher Influencer, Instagram-Model, was auch immer bezeichnen. Sie lebt den absoluten Traum. Sie bekommt jede Menge Kommentare, die sie auch daran erinnern, wie wunderschön sie ist. Und naja, und irgendwann startet sie ihren Social-Media-Kanal mit Fitness und Training und Fitness-Wettbewerben über Ernährung und gesunden Lifestyle. Type of content. Yes, my name is Courtney Taylor and I'm about 8 days out from my first show, the NPC West Coast Classic. And today we're gonna hit some back and vice, so let's get started. I get to have a burger and fries right now. I've been waiting so long for this. And you can believe that I'm gonna vlog that. Believe it. Und begann wirklich jede Menge Kohle zu verdienen. Und von außen betrachtet hat sie einfach alles. Sie ist jung, wild, frei, keine Kinder. Und im Grunde konnte sie einfach alles tun, was sie wirklich wollte. Sie hätte einfach ins Flugzeug steigen können, mal kurz nach Griechenland, nach Rom oder nach Bangkok fliegen. Einfach genau das machen, wozu sie gerade Lust hat. Obwohl Courtneys Leben von außen so perfekt erschien und es so schien, als hätte sie einfach alles, was sie sich jemals wünschen und träumen könnte und viele Menschen alles für so einen Lebensstil machen würden, sah es hinter verschlossenen Türen wirklich ganz anders aus. Courtney entwickelte ein ernsthaftes Drogenproblem, immer regelmäßiger trank sie Alkohol und begann andere Substanzen zu sich zu nehmen und ja, es wurde zu einem wirklichen Problem in ihrem Privatleben und trotzdem taten die Leute, die Freunde um sie herum einfach alles als harmlos ab. Ach ja, ist ja Courtney, ist doch alles okay. Irgendwann Ende 2021 erzählte Courtney, dass sie zusammen mit ihren Hunden Jesse und Ranger nach Miami ziehen würde. Sie wollte einfach in die Großstadt, in ihr Traum, in ihre Traumstadt mit ihren Hunden und einfach das richtige Stadtleben erleben. Im Januar 2022 zog sie in ein Luxusapartment in Miami Edgewater. Edgewater ist so ungefähr die exklusivste Gegend von Miami und sie bezog eine 3-Zimmer-Luxus-Wohnung im 22. Stock, alles verglast, atemberaubender Blick auf die Bay, also auf die Bucht von Miami und wirklich Deluxe. Ich habe auch gehört, dass die Wohnung $10.000 im Monat Miete gekostet haben soll und super, super teuer, super, super Deluxe. Courtney fing im November 2020 an, mit ihrem Freund Christian auszugehen. Christian, der von allen nur Tobi genannt wurde, war 27 Jahre alt und war laut eigener Aussage ein Krypto-Investor,
Finanzier, you name it. Genau, und die Beziehung von den beiden war schon von Anfang an wie so ein super Achterbahn, also wirklich rauf, runter, hoch, runter, oben, unten, links, rechts, total wirklich, wirklich auf wackeligen Beinen, könnte man sagen. Freunde von Courtney, die Christian kennenlernten, sagten, dass sie Christian sofort in ihr Herz geschlossen hatten. Er sei super nett, life of a party, energiegeladen, positiv, brachte jeden zum Lächeln, den er getroffen hat. Und ja, allerdings merkten sie leider auch schnell, dass die Beziehung der beiden wirklich immer schwieriger wurde. Und Courtney wurde öfter super schnell aggressiv und ja, wurde sehr aggressiv. Das war auch wirklich nicht zu übersehen. Und Courtney begann auch ein relativ selbstverletzendes, risikoreiches Leben an den Tag zu legen. Also ja, sie wurde wegen Trunkenheit am Steuer 2-mal festgenommen und war auch 3 Tage im Gefängnis. Und im Jahr 2021 schrottete sie noch ihren Mercedes, indem sie gegen ein anderes Auto donnerte. Und da hatte sie auch einen Blutalkoholspiegel von über 3-mal dem legalen Limit sozusagen. Gott sei Dank wurde bei diesem Unfall niemand ernsthaft verletzt und man hatte dann wohl gehofft, dass das irgendwie ein Weckruf für Courtney ist, dass sie so ein bisschen wieder on track kommt, also ein bisschen wieder auf richtige Bahnen, und das passierte aber leider nicht. Courtney und Christian stritten einfach die ganze Zeit. Jeden Tag legten sie sich miteinander an und wirklich mit Geschrei, Gezeter, also wirklich, dass es überall zu hören war. Richtig, richtig heftig, so dass auch viele Angst um die beiden hatten. Die Leute, die Nachbarn im One Paraiso, so heißt das Luxus-Apartment-Haus, also im One Paraiso begannen alle Nachbarn und die Security sich immer wieder zu beschweren über Courtney und Christian. Und es gab unglaublich viele Vorfälle, die auch dokumentiert worden sind. Es gab Nachbarn, die wohnten 2 Stockwerke über Courtney und Christian. Und die hörten diese Auseinandersetzung und die beschwerten sich auch regelmäßig. 2 Stöcke darüber. Ihr müsst euch vorstellen, wie krass ist das bitte? Also, naja, und dann muss man sich auch vorstellen, das Wohnhaus, eine Miete kostet da mindestens $10.000 im Monat. Da kann man natürlich auch als Mieter ein bisschen verlangen, dass da Ruhe ist und dass es gehegt, gepflegt und ordentlich zugeht und nicht die ganze Zeit immer irgendwelche Assi Auseinandersetzung mit Geschrei da irgendwie stattfinden. Courtney und Christian wurden auch darüber informiert, dass wenn das so weitergehen würde, dass sie dann leider auch wieder ausziehen müssten, dass das inakzeptabel ist. Es war auch nicht das erste Mal, dass ich über Courtney und Christian beschwert worden war. Sie waren im Juli 2021 in Las Vegas. Dort wurde Courtney wegen häuslicher Gewalt von einem Hotel Sicherheitsbeamten festgenommen und diese erzählten der Polizei, dass sie die beiden wegen einer möglichen gegenseitigen Verletzungsgefahren gewahrsam genommen hätten. Christian sagt der Polizei, dass sie nach Las Vegas gekommen sind, um für ein paar Tage Spaß zu haben, die Stadt zu besuchen, und sagt, dass sie in einen Streit geraten sind und Courtney mit einem Glas nach ihm geworfen hätte, aber um ein paar Zentimeter Gott sei Dank sein Gesicht verfehlt hatte. Schlussendlich ließ auch die Staatsanwaltschaft den Fall gegen sie fallen. Aber die Polizisten vor Ort nahmen Courtney nach dem Vorfall vorläufig mit. Und Christian ist so unglücklich darüber, er weint richtig, man sieht auf Bodycam, wie er weint, und er will nicht, dass Courtney ins Gefängnis kommt, tut wirklich alles, um zu versuchen, dass sie nicht mit auf die Wache kommt. Aber es ist leider nicht so, sie wird mitgenommen und ja, vorläufig sozusagen festgehalten. Wird dann ja, wie gesagt, freigesprochen und man denkt, dann hat sie vielleicht da ihre Lektion gelernt. Nein, im Oktober, nur ein paar Monate später, da gibt es wieder einen Vorfall und Courtney sticht Christian mit einem Messer ins Bein. Sie haben darüber gestritten, dass sie irgendwie sein Telefon genommen hätte. Man würde ja denken, dass Courtney vielleicht da ihre Lektion gelernt hat, aber nein. Im Oktober 2021, nur ein paar Monate später, hat Courtney angeblich Christian mit einem Messer ins Bein gestochen. Es wurden Textnachrichten auf Christians Telefon gefunden. Da schreibt Christian in einer Textnachricht: Ich habe dir trotzdem einen schönen Tag geschenkt, obwohl mein Bein wehtat, weil meine Freundin zu mir kam und mir ins Bein gestochen hat. Scheiße für mich, ich weiß. Ich habe es heute vermasselt und gehofft, dass heute Morgen alles wieder gut ist.
Kurz darauf gibt es wieder einen Vorfall, bei dem Courtney wieder der Aggressor ist. Offenbar schlägt sie ihm bei einem Vorfall so stark auf den Kopf, dass er eine Gehirnerschütterung davon bekommt. Christian bat einfach darum, dass sie aufhören sollte und bat sie, die Tür zur Wohnung aufzumachen, damit er sich einfach auf die Couch legen könnte und schlafen könnte. Er schreibt ihr eine Nachricht, in der er schreibt: Jetzt habe ich eine üble Beule. Ich blute. Ich muss mich übergeben. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Und ich habe wirklich Angst. Ich habe 2 Stunden auf der Toilette geschlafen und jetzt, 5 Minuten später, versuche ich zu dir zu kommen und bin einfach sprachlos. Ich möchte einfach nur rein. Courtneys Antwort auf diese Nachricht: Man muss sich ja vorstellen, ihr Freund ist draußen, blutet, hat üble Schmerzen, ihm ist schlecht, er muss sich übergeben, er hat Angst. Und sie antwortet in einer Textnachricht: Tut mir leid, dass ich dir ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen habe und dass ich dich angespuckt habe. Das war nicht okay von mir. Aber du machst mich manchmal einfach so wütend. Aber ich liebe dich immer noch. Okay. Sacken lassen. Und würde man denken, okay, gab es vielleicht irgendeine Veränderung auf Courtneys Seite? Vielleicht ein bisschen Reue oder irgendwie Besserung? Nein, denn im Januar 2022, wir machen hier so eine kleine Timeline, im Januar 2022 gab es angeblich so einen krassen Streit, dass Christian im Krankenhaus gelandet ist, weil Courtney ihn wieder mit einem Messer attackiert hat und ihm 2 Schnittwunden im Gesicht zugefügt hat. Eine super große Wunde von der Lippe bis zum Kinn, also fast bis zum Kinn runter, eine klaffende Wunde, und die musste auch mit ein paar Stichen oder mit einigen Stichen sogar genäht werden. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Christian auch damit, ihre Streits und Konflikte mit dem Handy aufzuzeichnen. Er dokumentiert praktisch deren Konflikte, deren Streits, die Aggression von Courtney, weil er einfach total Angst hat, dass sie irgendwann gegen ihn vorgeht und sagt, hey, das und das hat er gemacht, und er kann es dann nachweisen, dass es nicht so ist, weil er wusste eben, dass er nicht der Aggressor ist in dieser Beziehung, sondern dass Courtney eben die, ich sag mal salopp, die Durchgeknallte ist. Und deswegen beginnt er es aufzunehmen. Hier haben wir zum Beispiel 1-2 Beispiele, die ihr euch mal anhören könnt. Unglaublich. Both my dogs better be in that. You are so lucky about my dog. Stop hitting me. You are still, because you let my dog. Because I'm looking after you. My dogs. My bad. My dogs are more important. Okay, my bad. I'm just making. No, not your bad. Give me something better than my bad. I'm sorry. Okay, Courtney, just stop it. Don't ever do that again. Okay, just stop it. Myself. Baby, please. Just get in the car. Just please. I'm sorry for calling you stupid. You will never hear me do it. That was not right for me to do that. Please, baby, don't yourself. You will never protect me. I will. Somebody was being horrible to me. Okay, you defended them. Okay, in just tell me in the car. Get away from me. No, stay here. You're going to... See? Your dogs are your dogs. See, you just said stay here. I promise you, I won't every do anything. Every time I ask you... I am so sorry. So shut up and let me f***ing slap you. Get off of me. You literally talked to her without telling me. Courtney, I was on a bike ride and she passed me and I said, hi, you and Courtney are having a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you to act and call me a f***. Einfach nur ein kurzer Einblick für euch, wie die Auseinandersetzungen sich so zugetragen haben sollen, in welcher Tonation sie spricht und oder spricht, schreit und wie Christian sich in den Situationen verhält. Dann ist unklar, was zwischen den beiden von da an passiert, bis die nächsten Textnachrichten dann irgendwann auftauchen, als er wegen dieser 2 Schnittwunden eben im Krankenhaus ist. Courtney droht übrigens, alles zu erzählen, wenn Christian beim Arzt, also da im Krankenhaus, sagen würde, wie diese Schnittverletzungen zustande gekommen sind. Er sagt, er würde nichts sagen, er würde einfach erzählen, das war bei einem Fußballspiel passiert. Obwohl ich glaube, ein Arzt kann das bestimmt auch ganz gut erkennen. Aber er hat es auf jeden Fall so gesagt.
In der Zeit, wo er im Krankenhaus ist und im Gesicht genäht wird und auch unglaublich viel Blut verloren hat und dort auch ohnmächtig wird zeitweise im Krankenhaus, weil er eben so einen starken Blutverlust hatte, das kann man sich auch vorstellen, ne? Was das für ein Blutverlust sein muss, wenn man denn ohnmächtig wird. Ja, in der Zeit, wo er da ist, geht Courtney mit ein paar Leuten feiern, was trinken aus, lässt richtig die Sau raus. Später entschuldigt sie sich dann per Text und schreibt, dass sie hätte schon bei ihm sein sollen. Später taucht auch noch ein Video auf, was von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wird, was das Paar im Februar 2022 im Aufzug zeigt. Man sieht, wie sie in den Aufzug steigen, um in den 22. Stock zu gelangen. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, scheint es so, als wäre Courtney absolut aggressiv und wütet da wirklich total. Ich will das Video nicht wirklich analysieren, denn ich denke, das wird im Gerichtsprozess ziemlich genau analysiert werden, Körpersprache und so weiter. Aber schaut es euch doch einfach mal hier an und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr auf diesem Video seht. Das würde mich sehr interessieren. Christian offenbart in verschiedenen Textnachrichten immer wieder, dass Courtney ihn das N-Wort nimmt, also rassistisch beschimpft und auch regelmäßig wirklich misshandelt. Im März schreibt Christian dann auch diese sehr bedenkliche Nachricht: Wird die Liebe mich umbringen? Februar war der schlimmste Monat, den ich bisher jemals hatte. Ich wurde betrogen. Ich wurde wieder das Wort genannt. Ich wurde auf meine Naht geschlagen, sodass sie immer wieder aufgeplatzt ist und dadurch nicht heilen kann. Angeblich hat sich Courtney dann auch in der letzten Märzwoche von Christian getrennt. Aber sie kam dann am 1. April, wir sind jetzt 1. April 2022, wieder zusammen. Sie fing unmittelbar, nachdem sie wieder zusammengekommen sind, an zu streiten. Sofort kam die Polizei am 1. April zu dem Apartment, nachdem die Sicherheitsangestellten vom One Paraiso die Polizei gerufen haben und die Security-Leute sagen der Polizei, dass sie besser in den Lobbybereich gehen. Und Christian versucht dann irgendwie zu folgen, weil er mitsprechen möchte und er möchte mitreden und sagen, was los ist. Und sie sagen zu ihm, dass Courtney das aber nicht möchte und dass er bitte oben bleiben soll oder eben wegbleiben soll von der Lobby. Die Bodycam zeigt dann die Unterhaltung der Polizei. Ich blende hier mal ein paar Sachen ein. I was walking towards there and then I just said, you know, enough is enough. Police need to be called. She said she don't want police to be called. But when it's in a common area and something happened like that, my safety is the residents first. I stayed in my apartment all day. I didn't take my dogs out for like 8 hours because I was afraid that when I came down here, I was going to beat him. And when I did come down, I walked my dogs, and he was telling me he wouldn't leave me alone. I said, please just walk my dogs and keep this. You're not together. Courtney, does he have any property in your apartment? He has so much. Can I please? Continue. I just feel like I'm not being heard. What else do you need? I was told I was going to get a chance to speak. Go ahead, Courtney. What's going on? Now's your turn. Are you gonna listen? We're listening. Go ahead. You say something wrong. All right. So what do you want to say? I want to be like, I don't want to be like exonerated, I guess, of like anything wrong. And I want him. Okay, the police are here. I want a restraining order against Christian Abumzelli. We don't issue those. I'm serious. Court. Can I do that? Where can I? You have to go to court. You have to go to downtown. How can I make myself first? Because I know him, and he would do it. How can I make myself first? You got a lot of opportunities to call y'all, and I did not. So when he's following me around this dog park, I said, there is no, your time is up. Like, that's it. And then all of a sudden, like, he followed me in the elevator, and I said, don't follow me. This guy said, you have to go to shelter. When I was upstairs, and they showed up on my door, and I showed him. I said, show me the video. Like, I really got angry because I did not have it. You understand?
Your questions like, are making like much I, of an I, I am right now, like I have not always been a victim, but like right now I'm a freaking victim in the situation. I'm scared to go downstairs and walk my dogs. I just walked him and I told him, you don't have a chance, and now all of a sudden this is all happening. What's his name? Christian Tobechukwu. So like, Christian, please just like don't get me kicked out of my own. Es gibt für den Streit natürlich keine Zeugen, denn er kommt nicht zu Wort und Courtney ist die Einzige, die reden darf. Und sie sagt, sie hätte Angst und sie möchte ein Kontaktverbot aussprechen und möchte auf jeden Fall die Erste sein, die ein Kontaktverbot ausspricht. Nicht er, sie möchte die Erste sein. I wanna be first, sagt sie. Also ich möchte Erste sein. Als wäre das so ein bisschen so ein Wettbewerb. Ne? Aber keiner weiß, ob Courtney da eben überdramatisiert oder ob sie bewusst gelogen hat oder was überhaupt wirklich passiert ist, denn sie ist die Einzige, die zu Wort kommt. Auf jeden Fall lässt sie ihn später, nachdem er erstmal das Apartment verlassen muss, lässt sie ihn doch wieder rein. Des Weiteren gibt es auch Aufnahmen, die auf Christians Telefon gefunden werden, wo Courtney ihn extrem angeschrien hat und echt beleidigende Dinge gesagt hat. Man kann wirklich ganz deutlich in diesen Aufnahmen hören, dass Courtney also ernste psychische Probleme hat. Und sie hätte sich definitiv irgendwo Hilfe holen müssen oder jemand hätte für sie Hilfe holen sollen. Am 4. April bekommt Christians Mutter einen Anruf. Eine Frau ist am Telefon, die fragt, ob sie immer noch die Organe ihres Sohnes spenden möchte. Sie versteht nicht, wovon die Frau redet und sagt, sie versteht nicht, was? Und die Frau sagt, oh, wurden Sie noch gar nicht vom Gerichtsmediziner kontaktiert? Das tut mir jetzt leid. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Tag, nachdem Christian gestorben ist, hat noch keiner die Familie unterrichtet und sie wird einfach mal angerufen und gefragt, ob die Organe jetzt spenden dürfen. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Naja, die Familie versucht irgendwie alles rauszufinden und es dauert ewig. Und als sie dann den richtigen Ermittler erreichen, erzählten sie Christians Familie, dass er ja leider verstorben sei, aber dass dies ein Fall von Selbstverteidigung war und der Fall damit auch durch und abgeschlossen ist. Einen Tag später, nachdem jemanden ersticht, wird dazu den Akten gelegt. Okay. Was ist also an diesem Tag passiert? Am 3. April wachen Courtney und Christian zusammen auf. Sie sind den ganzen Morgen mit den Hunden draußen unterwegs, machen ein paar Fotos, ein paar Videos und dann irgendwann gegen Nachmittag führt Christian später nochmal die Hunde aus, um seinen Kopf klar zu bekommen. Für mich klingt das auch so, wenn Courtney hat erzählt, dass er den Kopf klar bekommen möchte, dass da ja schon irgendwie ein Konflikt ist, weil, ja, anscheinend scheinen da schon ein bisschen Probleme vorher gewesen zu sein. In der Zeit, wo er unterwegs ist, macht Courtney einen Livestream auf Instagram. Do you not hear me now? Okay, guys, ask me a question. And then if you want me to go on live, I lost all my nails. I started getting Gel X. I was going to say, ask me a question for OF later. So do that. But, or like on my last post, because I'm not going to see it like on here. So just like if you have a question for me, go post it on my last post because I'm going to do an OF live. Later. Und Christian besorgt dann für beide noch Subway-Sandwiches und als er dann zurück ins Apartment kommt, kann man auf dem Timestamp, also der Zeitstempel, sehen, dass es 16.33 Uhr ist. Courtney gibt an, dass sie so sauer auf ihn war, weil er einfach gegangen ist, ohne ihm mitzuteilen, wo er sich aufhält, beziehungsweise nicht seine Location mit ihr geteilt hat, sodass sie nicht nachgucken konnte, wo er ist. Alright. Es ist nicht klar, warum die Situation dann so unglaublich schnell eskaliert ist, denn eigentlich muss es innerhalb von ein paar Minuten so krass geworden sein und auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein und der Kampf eskaliert. Sie sagt, Christian hätte dann sie am Hals gepackt und hätte sie zu Boden geworfen und deswegen hat sie dann auch ihre Mutter angerufen, weil sie ihre Unterstützung haben wollte. Und das hat angeblich Christian so wütend gemacht, dass er wirklich auf sie losgegangen ist und daraufhin hat sie das Küchenmesser genommen und
gegen ihn geworfen. Um 16.43 Uhr ruft Courtney das erste Mal ihre Mutter an. Courtney und Christian sollen sich dann angeblich in diesem Kampf befunden haben. Der Anruf geht bis 16.49 Uhr, da reißt das Gespräch kurz ab. Und zu dem Zeitpunkt muss auch die Messerattacke passiert sein. Und ja, von Courtney auf Christian. Also er wird direkt in die Schulter getroffen. Das Messer dringt ganz tief in den Körper ein und verletzt dort die Arteria subclavia. Das ist eine sehr, sehr stark durchblutete Arterie, die sauerstoffreiches Blut in den gesamten Oberkörper transportiert und dort eben die Organe mit versorgt. Und wenn man diese Arterie nun also penetriert, dann führt das zu einem superschnellen, erheblichen Blutverlust. Und als sie also Christian mit dem Messer trifft, ruft sie daraufhin sofort die Mutter wieder an. Christian liegt blutend am Boden und sie telefonieren 7 Minuten lang. Und erst um 16.57 Uhr, also 7 Minuten, nachdem das Gespräch sozusagen wieder begonnen hat, wählt Courtney 911, also den Notruf. Und im Hintergrund kann man bei diesem Notruf auch Christian hören. Und ich spreche da nochmal ganz klar die Triggerwarnung aus. Ich blende euch das jetzt mal ein. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. 3101. I'm gonna die, I can't feel my arm. 3101. I can't feel my arm. One ma'am, so my boyfriend is dying of a stab. Ma'am, hand. What is the address? What's the address, baby? 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please. Come see okay, my husband. What address? I'm a business. Ma'am, is this a house apartment or a business? 1274535 82. Is this a house apartment or a business? Baby, I'm so sorry. Baby. Ma'am, can you hear me? Ungefähr zeitgleich, als dieser Anruf passiert, hat auch die Nachbarin bei der Polizei angerufen, um sich zu beschweren oder um diese Ruhestörung eben zu melden. Und auch die Sicherheitsbeamten rufen auch die Polizei. Um 17.05 Uhr erreicht die Polizei das Apartment dann und finden Christian bewusstlos in einer riesigen Blutlache in Courtneys Armen liegend vor. Es gibt mehrere Stellen, die sehr viel Blut aufweisen im Apartment. Wie das genau gekommen ist, wird man sicherlich erst vor Gericht dann rausfinden. Nachdem Christian dann sofort in ein örtliches Krankenhaus gebracht wird, erliegt er dort seinen Verletzungen und dem erheblichen Blutverlust. Laut Courtney habe Christian sie gestoßen und zu Boden geworfen und sie hat dieses Küchenmesser, wie ich schon sagte, auf ihn geworfen, aus ca. 3 Meter Entfernung. Laut den Ermittlern ist die Version des Vorfalls nicht wirklich vertrauenswürdig. Die besagt nämlich, dass der Stich durch einen kräftigen Abwärtsstoß erfolgte und nicht dadurch verursacht, dass Courtney aus vielen Metern Entfernung ein Messer wirft. Denn das Messer dringt auch nicht nur 1 Zentimeter oder 2 ein, sondern 8 Zentimeter tief dringt die Klinge eben in den Körper, in die Schulter, in die Brust ein. Außerdem hat Christian darunter, ich sag mal 10 Zentimeter darunter, wo das Messer reintrifft, ein Tattoo mit Courtneys Namen drauf. Unmittelbar nachdem das passiert ist, ging ein Video von Courtney viral, wie sie blutüberströmt in Handschellen auf dem Boden ihres Luxus-Apartments sitzt und mit der Polizei spricht. Außerdem sieht man, wie sie dort ihre Hunde küsst, immer wieder küsst. Also sie hat die Handschellen auf dem Rücken und sie küsst die. Und währenddessen wird Christian abtransportiert und schnell in ein Krankenhaus gebracht, um ihm irgendwie noch das Leben zu retten.
Sie wird dann mit aufs Revier genommen und dort kommt sie in ein Verhörzimmer, wo sie über 4 Stunden vernommen wird. Davon gibt es eine Aufzeichnung. Dort wird auch später ihr dann mitgeteilt, dass Christian seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Die Reaktion von ihr ist so ein bisschen seltsam. Also jeder reagiert ja anders auf eine Todesnachricht und das kann man gar nicht so wirklich bewerten. Aber es ist schon wirklich sehr interessant. Ich zeige euch hier mal einen kurzen Ausschnitt, den könnt ihr euch einfach mal schnell angucken. Nächste Woche werde ich noch das lange Video von dem ganzen Verhör posten. Vielleicht nicht die 4 Stunden, aber die Auszüge davon mit einer Übersetzung. Da könnt ihr da auch mal reingucken. Aber schaut euch das jetzt mal an und schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. We have to inform you that Christian did not make it. Okay. Unfortunately, the doctors did what they could and... Christian is dead. Yes. Oh my God. This is not real, right? Okay. No, there's no fucking way. Christian died? Yes. Okay. Can I please have a hug? Am I allowed to do that in here? Sure. Yeah. Relax. Yeah. You're fine. No, no, no. Calm down. Just take some breaths. You're gonna be okay. I need to hug my mom. I'll talk to your parents about a moment. I cannot be left alone in like a room by myself. You won't be after this. I just like, no, that's not true. That's not real, right? It is real. Christian is dead. Yes. They're not gonna lie. I know, I just can't believe it. I'll talk to your parents. I'm gonna get your parents here ASAP. We spoke to your parents and they're trying to do everything possible to get here as soon as possible as well. To what? To get your parents, for them to come over here. So they're doing everything possible right now to find a way to get down here. Deep breaths. I've been crying so much. Don't. And I just can't even cry right now. Nach dem Verhör wird Courtney dann für 2 Tage in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert, wo es eine Beurteilung ihres Gesundheits- oder Geisteszustandes gibt. Danach wird sie nach Hause entlassen, wo sie einfach mal genau da weitermacht, wo sie eigentlich aufgehört hat. Und zwar geht sie aus, sie trinkt Alkohol, macht Party, plant und veröffentlicht ihre OnlyFans-Posts und ja, macht eigentlich alles so, als wäre gar nichts passiert. Und außerdem kauft sie sich noch ein Luxus-Apartment in Texas, in das sie auch im Juni 2022, also 2 Monate nach Christians Tod, dann einzieht. Sie überweist auch ihrem Vater noch mal kurz 1,2 Millionen Dollar, was ungefähr gleich Euro ist, ein bisschen weniger Euro, vielleicht 1,15. Und ja, wie ich schon sagte, wurde ja der Fall erstmal von den Ermittlern als Selbstverteidigungs abgetan. Aber da hat Gott sei Dank keiner mit der Familie von Christian gerechnet. Denn die wird das nicht einfach so stehen lassen und auf sich sitzen lassen. Sie engagieren einen sehr erfolgreichen Anwalt, der sich das Ganze mal genauer anguckt und finden viele Ungereimtheiten, unter anderem auch die Text- und Sprachnachrichten von Courtney und Christian auf Christians Telefon, außerdem die vielen Sprachaufzeichnungen von den Streits und Konflikten. Und des Weiteren stellt sich auch raus, dass Courtney in der Vergangenheit schon mehrere Ex-Freunde mit einem Messer bedroht hat. 2 hat sie versucht zu treffen mit einem Messer, hat sie nicht getroffen. Und einem 3. Ex-Freund, einem Bodybuilder, dem bricht sie
einfach mal den Kiefer. Tja, als i-Tüpfelchen erklärt eben der Gerichtsmediziner vor Gericht nochmal, dass die Wunde nicht von einem weit entfernten Wurf kommen kann, sondern aus unmittelbarer Entfernung mit Wucht zugestoßen sein muss. Da in Texas ihre Alkohol- und Drogenexzesse weiterhin so extrem zunehmen, wird sie in eine Entzugsklinik auf Hawaii eingeliefert. Da wird sie am 10. August 2022 dann dort verhaftet und nach Miami zurück ausgeliefert. Sie sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Als sie dann das erste Mal das Gericht betritt, sehen wir eine ganz andere Courtney. Sie hat sich vom Erscheinungsbild stark verändert. Sie kommt nicht auf Kaution frei. Sie bittet wirklich darum, auf Kaution freizukommen. Aber der Richter entscheidet sich dagegen und seitdem sitzt sie auch wirklich in Untersuchungshaft. Bis zur Gerichtsverhandlung. Sie wird angeklagt des Mordes des zweiten Grades. Und wir warten sozusagen eigentlich auf dieses Gerichtsverfahren, das wirklich in den nächsten Monaten starten soll. Am 6. Februar wird es die nächste Statusanhörung geben, also Status Hearing. Das wird auch übertragen. Da werden wir vielleicht ein paar neue Updates erfahren und den genauen Termin, wann das Gerichtsverfahren jetzt startet. Jetzt sind wir auch am Ende vom Fall vorerst. Aber mich würde wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Ist das ein Fall von Selbstverteidigung? Ist Courtney eine Narzisstin? Oder ist das ein Fall von Männern, die emotional und physisch misshandelt werden und keiner das wirklich sieht oder ernst nimmt? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Fall haltet. Was haltet ihr von Courtney? Was haltet ihr von Christian? Wärt ihr bei Courtney geblieben, wenn ihr Christian gewesen wärt? Es gibt so viele Fragen über Fragen. Ich persönlich finde den Fall super krass und ich denke, er zeigt mal wieder, wie fake die ganze Insta-Social-Media-Welt ist und was alles hinter verschlossenen Türen wirklich abgeht. Und ja, dafür ist es wirklich wichtig, dass wir auch immer wieder da mal hinschauen und uns ins Gedächtnis rufen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute bei meinem Video dabei wart und euch den Fall angeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ihr wisst, es ist wichtig, um Reichweite für den Kanal zu bekommen. Und wenn ihr mir ein Abo dalasst und die Glocke noch aktiviert, dann weiß ich nicht, dann fliege ich zum Mond vor lauter Glück. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, eure Lilly.